Seht ihr was vom Fahrradweg? Jetzt. Aber dann, wenn ich hier stehe, sieht mich keiner. So, hier sieht mich jemand noch. Wenn ich aber, ja doch, hier wird mich jemand sehen, aber da könnte ich zur Not einen Stuhl hinstellen und dann ist das auch sichtlos. Aber, also, ich bin jetzt hier eine ganze Weile gefahren. Also, ich glaube, bis jetzt sind mir 3 Fahrräder insgesamt, einmal 2 entgegen und einer hat mich überholt, so ein Rennradfahrer. Das war's. Ansonsten war das mein Fahrradweg. Für mich alleine. Das ist echt das Windrad, oder das er pfeift? Oder ist es da drüben die Anlage? Obwohl, dafür läuft es so gleichmäßig. Ich glaube, das ist die Anlage da drüben. Na gut, ist noch nicht Feierabend, ne? Ja, jetzt beobachte ich das mal. Zur Not gucke ich mir doch noch nach an, was nach der nächsten Brücke kommt. Meine Buchten waren hier jetzt allfahrtslang, also das war nie das Problem. Wo ich noch gerade am Überlegen bin, ob ich nochmal umparke und dahin gehe. Ja, obwohl, da ist, sind mir die Bäume im Weg für die Morgensonne. Ach, da geht's auch noch runter. Gucken wir mal, was für, wo's da hingeht. Überall Plastikmüll, furchtbar die Leute. Ja, also zur Not kann ich auch meine Dusche hier mit runternehmen. Hier sieht mich gar keiner. Hier könnte ich echt die Dusche mit runternehmen, die Folie auf den Boden legen. Läuft das Wasser gleich ab und mich sieht gar keiner. Ja. Also hier wäre ich total unsichtbar. Ja, da läuft aber eine ganz schöne Blähre ins Wasser rein hier. Da überlege ich mir doch nochmal, ob ich da schwimmen gehe. Oder läuft das überhaupt? Ne, ich glaube, das läuft gar nicht ins Wasser. Hallo Greenpeace, schaut mal nach, was das für eine Sauerei hier ist. Da lässt wohl irgendeine Industrieanlage seinen Müll rein. Weil von da kommt das Dreck nicht. Das kommt hier aus dem Rohr. Ich frage mich halt bloß, läuft das jetzt hier in den Fluss rein oder läuft das zu einer Kläranlage? Gucken wir nochmal im Fluss, da müsste ja dann wenn eine Einmündung da sein. Also da ist blöd zum Stellen wegen der Sonne morgen. Gut, ich stelle mich hier drauf, aber das ist viel zu warm. Hey, überall Plastikmüll. Was ist das zum Kotzen? So, rein theoretisch müsste es hier reinlaufen. Gucken wir doch mal. Aha, hier darf man nicht ankern. Vorsichtig runterlaufen. Lauter Babyfischler hier. Ne, da ist kein Einlauf. Da ist kein Einlauf. Das läuft wohl irgendwie in eine Kläranlage weiter, was hier runterkommt. Obwohl hier Dohlen sind. Komisch. Aber ich sehe hier, müsste wenn dann ziemlich tief unten sein. Aber so tief kann das ja eigentlich nicht sein, weil diese Höhenmeter waren jetzt nicht so viel. Weil wir stehen jetzt schon fast wieder auf gleicher Höhe. Also es müsste im Prinzip kurz nach der Wasserlinie kommen und ich sehe hier nichts. Und ich stehe genau an dem Punkt, wo es rauskommen müsste.
Naja, egal. Der Babyfischli geht's gut und wird's mir auch nichts ausmachen, wenn ich da schwimmen gehe. Gut, so, in diesem Sinne, ich mache mir jetzt einen Kaffee. Ich sag nur eins, schön ist das Leben, wenn man sich schön macht. Und wie man sehen kann, mache ich mir das. Wenn ich jetzt am Rand des Fahrradträgers stehe, aber ist doch okay, ja. Habe ich kein Problem mit. So, aber jetzt, baba.